Hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man aus Knochensplittern eine Nadel herstellen kann. Ja, dazu braucht man natürlich Vogelknochen, denn die sind innen drin hohl und lassen sich dadurch viel leichter zertrümmern und man kriegt richtig schöne, lange Splitter davon hin. Ja, der erste Schritt, den man jetzt nach dem Zersplittern des Knochens angeht, ist, man nimmt das Messer und ritzt in das hintere Stück von so einem Splitter. Auf beiden Seiten so einen kleinen Spalt ein. So. Das dauert natürlich seine Zeit. Eine andere Technik noch, um das Loch reinzumachen, ist, man setzt das Messer auf und dreht es vorsichtig immer hin und her. Und das auf beiden Seiten. Und dadurch entsteht auch ein Loch. Der nächste Schritt dann, wenn man ein schönes Loch hinbekommen hat, ist dann, man nimmt sich Schleifpapier. Ich habe jetzt mir was aus der Werkstatt mitgenommen. Man kann natürlich genauso auch einen Sandstein nehmen oder irgendwas anderes. Nimmt diesen Splitter hier und verkleinert ihn dadurch, macht ihn sozusagen schmaler. Das dauert jetzt auch wieder seine Zeit, aber so bekommt man eine richtig schöne Nadel hin. Je nachdem, wie dünn man die Nadel haben möchte, macht man halt das mit dem Sandpapier immer schmäler. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann hat man eine wunderschöne, feine Nadel. Die ist natürlich niemals so klein wie so eine Metallnadel, aber ich denke mal, so zum Vernähen von Ledermaterialien wird es ausreichen. Gut, das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auch gerne in meine anderen Videos rein. Tschüss!